Hallo in die Runde, willkommen zum Krieg. Die Aussteiger gegen etwas Kyrillisches. Ich muss direkt dazu sagen, man lernt ja aus Fehlern. Regel Nummer 1, achtet darauf, dass ihr immer ein vollgeladenes Handy habt und dass ihr vor allen Dingen die neueste Version auf eurem Handy habt. Ich hatte sie nicht. Ich hatte ja letzte Woche Corona und Mittwoch, als es mir richtig bescheiden ging und ich die meiste Zeit schlafend verbracht habe, habe ich vergessen zu updaten. Das sollte ein Fehler werden. Es zeigte sich ja in dem Video vorgestern schon, dass dort dann plötzlich was nicht aufgenommen hatte. Und hier sollte das gleich nochmal ein richtig blödes Ding werden. Rot läuft super, der Gegner hat keinen Heiler dabei, also er brennt eh schon. Ich kann raufhauen, wo ich will. Ich entscheide mich jetzt für Kadilen, in der Hoffnung, Kadilen komplett kaputt zu kriegen, was vollkommen dämlich ist, weil sie löst aus, macht Schaden. Gut, ich bin immun gegen das Gift, woanders hätte das Gift durchgetickt. Ha. Klar weiß man nicht, dass was rauskommt. Wichtig wäre oder richtiger wäre gewesen, Schaden auf was angeschlagen ist und dann raus und tot. Iris ist immun gegen Brandschaden, das wissen wir. Ist ein bisschen blöd, trotzdem habe ich mich für das Dot-Team entschieden. Weil ich mir halt vor allen Dingen gedacht habe, dass es ein bisschen dauert, bis sie am Start ist. Da kommt ziemlich viel Blau, was nachläuft. Ist aber relativ unschädlich. Das wird jetzt hier bei mir gleich nichts machen, ihre Spezialfähigkeit. Zumindest die Fähigkeit, weil ich ja immun gegen gegnerische Effekte bin. Und das finde ich ganz gut. Selbst wenn Clarissa verfehlt, das Gift sollte normalerweise drauf landen, aber ja, ich habe es vercheckt. Ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass sie ausweichen. Ja gut, sie hat eine Mana-Truppe, sie ist schnell voll. Also probieren wir es gleich nochmal. Vor allen Dingen probieren wir es vorher zu entzaubern. Zwei Auto-Attacks reichen nicht, um Sabina zu killen. Und weil ich jetzt vorhabe, direkt drauf zu hauen, habe ich das so schon gemacht, dass der Buff von mir erst drauf ist auf dem Gegner, dass er keine neuen Buffs von Kadilen bekommen kann. Und deswegen hatte ich gewartet. Das ist jetzt nur runterspielen. Angriff 2 war ein Rest. Für wie viele Punkte werdet ihr sehen? Durchschnittlich geben die Gegner ja so Anfang, Mitte 50 Punkte. Und der dritte war leider 0 Punkte. Das war nicht cool. Dann habe ich mich für einen Rest entschieden, der immer noch beachtliche über 40 Punkte bringt. Mit dem Team, was mich zuletzt immer enttäuscht hat. Ich war da total gefrustet, hatte mir gestern dann ein neues Telefon bestellt. Nur um festzustellen danach, tja, man hätte einfach das Handy updaten müssen. Ist nicht schlimm, mein Handy ist ein aufgewertetes Handy aktuell, was ich benutze. Und das hatte ich mit meiner Frau zusammen gekauft, die hat das gleiche. Bei ihr hat aber die Kamera von Anfang an nicht funktioniert. Und dann hat es auch die Spider-Man-App drauf. Dementsprechend freut die sich dann, dass sie das Handy von mir bekommt und ich bekomme dann ein neues. Ein deutlich verfrühtes Geburtstagsgeschenk, aber dann ist das so. Ja gut, hier ist es jetzt nur runterspielen, ne? Trotzdem wollen wir nicht, dass Milena irgendwas macht, deswegen wird sie auch direkt rausgeräumt.
Buff ist noch oben, der Angriffsbuff, ja, wird trotzdem draufgesetzt und dann macht's Bäm. Punkte. Ja, den kennen wir schon. Wo ich die 0 Punkte eingefahren habe, war auch ohne Heiler und in der Mitte stand ein Türtank. Ich habe vergessen, gerade die Verteidigung zu zeigen im Abschlussvideo. Ich werde es auch nicht nachholen. Es ist einfach dämlich, dass Angriffe, selbst wenn schon Steine reingelaufen sind. Das war übrigens mein bestes blau-gelbes Team, was da die 0 Punkte gemacht hat. Nicht mal mehr irgendwas gezählt hat. Der Tank hat 6 gelbe Steine gefressen, war bei über der Hälfte runter. Und das, da hätte ich Punkte kriegen müssen, dass man, wenn man dann rausfliegt, keine Punkte bekommt. Das ist echt unfair. Deswegen nochmal eindringlich, achtet drauf, genügend Batterie auf, wo immer ihr habt, mit dem ihr spielt, zu haben und natürlich die neueste Version. Ja, ein bisschen kann man sagen, ist es Pech, was hier passiert. Ich wollte unbedingt noch 200 Punkte wenigstens mit 5 Angriffen haben. Ein Kill sind über 50, also wenigstens 200 Punkte, wenn die 250 schon nicht machbar sind. Tja. So richtig, seht ihr, wird es hier nichts. Und ich sage jetzt schon, bevor wir das nächste Video uns anschauen, es ist ja immer so, hier kam lange, lange Zeit nichts und ich musste wirklich viel hin und her schieben, damit irgendwas passiert. Richtig wäre übrigens Kadilen gewesen, weil Kadilen mehr Schadenspunkte von Spezialfähigkeiten bekommt. Ich habe noch einen Zug und auf Kadilen wäre das besser gewesen, zumal dann mit dem Blau was später gewesen wäre, das hätte gereicht. Achtet mal drauf, hier kam nichts. Und jetzt einmal bitte feuerfrei, Reste, letzter Angriff. War wie gesagt nicht mein Krieg. So. Ich finde, das ist ein himmelweiter Unterschied. Tod in 2 Zügen. Gut, es waren 3 und der Gegner ist nochmal aufgestanden, ja. Also, das Board ist nun mal eine launische Lady, wie die See auch, wie Kapitäne sagen. Ändert nichts daran. Wir haben zum Glück am Ende doch noch deutlich gewonnen und ich hatte wirklich große, große Angst, dass die 0 Punkte wegen dem Absturz irgendwie das sehr negativ beeinflussen. In diesem Sinne, Glückwunsch Imperator zu 6 One-Shots und schaut euch die Punkte an. Ne? Das sind hier hohe Gegner gewesen. 342 Punkte bei einem Gegner, die Ende 50, Mitte 50 Punkte bringen, ist das schon heftiger Scheiß. Also 6 mal 57 Punkte. Ehre, wem Ehre gebührt. Glückwunsch. Ja. Da hat meine Verteidigung 1-1 gespielt. Da 49 Punkte für den Rest, das finde ich ist okay. Und dann 0 Punkte, das tat weh. Weil das Handy abgestürzt ist. Verteidigung 1-1, 2-1, 3-2, 5-4. Sechs, fünf, sieben, fünf, acht, sechs. Hätte besser sein können.
aber auch deutlich schlechter. Ihr seht es hier, am Ende haben wir richtig gut rausgeholt. Wir lagen lange, lange hinten. Aber dann haben die Leute bei uns, die die Punkte immer holen, angefangen mal ein bisschen zu spielen. Mit 5 Angriffen und einmal verkackt, finde ich, bin ich mit 204 Punkten immer noch gut. Andere haben das mit 6 Punkten nicht geschafft. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht es gut. Tschüss. Achso, wir hatten noch einen Angriff über. Derjenige muss leider aussetzen. Unser Gegner hatte 0. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.